Weil wir wollen ja kein, ja, wie soll ich sagen, kein Grund und Boden verschwenden. Das wäre ja schade. So, genau. Dim, 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 dim. Jetzt fehlen dir noch 20 Arbeiter. Moment, wir können ja hier noch mal ein bisschen den ja machen. Jetzt fehlen noch 10. So, genau. Und wir machen auch mal das hier noch. So, dass wir ausgeglichenen, ja, Status haben. Was sagt denn die Kartoffelsache? Sind fast wieder alle. Ausbauen können wir noch nicht. Da fehlen uns 15 Steine. Ach so. Okay, gut. Naja, gut. Dann müssen wir eigentlich jetzt mal ausbauen. Damit der mal hier mehr laden kann. Wird, glaube ich, am meisten Sinn machen. Wie sieht's aus? Schweine, also mit Wurst. Okay, haben sie ein bisschen was. Wird zwar noch nicht reichen, aber gut. Warum habe ich jetzt nur 14? Wo bleibt der letzte Stein? Ah, jetzt. So. Haben wir das mal ausgebaut. Jetzt passt auch wieder bitte mehr rein. Beziehungsweise die können jetzt mit mehr Karren hier ranfahren, sonst wird das nämlich alles, das staut sich hier unten sonst immer. alles klärchen. Wir haben jetzt 100 Bauern, über 100 Bauern, aber nicht genug Arbeiter. 26, doch 30. Oh, wow, es steigt. Alles klar. 31. Sieht eigentlich ganz gut Das haben aus. wir uns verdient. Gut, Brot wollt ihr jetzt haben. Ja, genau. Und da ist jetzt das, wo ich überlegt hatte. Wir brauchen ein zweites Schiff. Definitiv. Dafür müssen wir aber hier die Segelschiffwerft, ne? Genau. Hafenmeisterei. Nutzt Items, um die umliegenden Hafengebäude zu verbessern. Okay. Geschützstellung. Nee, wir brauchen diese Schiffswerft. Oh, okay. Ich sehe, da fehlen uns Ziegel, meine Freunde. Da fehlen Ziegel. Ganz, ganz viele Ziegel. Obwohl, das sollte eigentlich jetzt passen. Zwei von denen müssten doch jetzt theoretisch genug herstellen. So, wie sieht es hier aus? Wir haben auch genug Wolle. Wie seid denn die Segelproduktion? Das haben wir. 30. Ja gut, das passt. Da fehlen aber auch noch Ziegel. Also es fehlt jetzt gerade an Ziegeln, meine Freunde. Ziegel fehlen. So, jetzt haben wir genug Bauern und genug. Naja gut, es hält sich im Moment die Waage. Nicht ganz, aber 146 zu 34. Wir könnten also. Machen wir einfach mal. Noch ein paar Arbeiter. Ich weiß, ihr wollt Wurst haben. Ja, das mit der Wurst, das tut gerade noch ein bisschen stagnieren. Wir machen zwei. Was ist denn mit euch? Ich wollte schon sagen, was ist los jetzt hier? Ihr seht so gräßgrämig aus. So, pro Produktion eine. Könnten wir jetzt sagen. Ich denke mal, das machen wir mal noch. Machen wir hier noch eine. Hin. Weil platzmäßig passt das ja. So, jetzt muss ich wieder gucken. Eins. Eins, zwei, drei. Ah ja, genau. Nein. Nein. Ah, verdammt. Moment. Meine Fresse. Warum verklicke ich mich laufend? So, und zwar hier 1, 2, 3, 4, 5. So, das sind jetzt 3. Dafür braucht man jetzt hier noch eine dritte. Von der Sorte. So.
Jetzt haben wir 90 Bauern und 8 Arbeiter. Okay. Sprich, wir brauchen neue Arbeiter und mehr Bauern. Das sind alles schon Arbeiter, ne? Ja. Ja, ich weiß, ihr wollt Brot haben. Basic. Ich kann bloß momentan auch echt kein Brot geben. Da muss ich erstmal irgendwie schauen, dass ich. Oh ja, hier brennt es wieder mal. Okay, alles klar. Feuerwache, du kommst noch bis hin. Gut. Ich weiß zwar nicht, warum es jetzt schon wieder brennt. Weil ihr unzufrieden seid. Bloß nur warum. Würde ich mal gerne wissen, was denn los mit euch. Ihr seid fröhlich, aber warum sind die denn unzufrieden? Was denn passiert? Auch weil nicht genug. Was? Nicht genug Fisch? Wie jetzt? Steht nicht ans? Fisch? Stagniert der Fisch so stark? Nö, ist doch da. Was habt ihr denn nur? Fisch ist doch da, 82. Ihr habt doch eigentlich genug. Also jetzt aber. Jetzt geht's auch mal gut hier, ne? Da. So. Jetzt ist die Frage. Lassen wir hier Weizen produzieren? Wir könnten Weizen hier ja anbauen. Für Brot. Ja, das könnten wir alles hier haben. Platzmäßig ist ja nicht problematisch. Wir können jetzt hier noch theoretisch noch eine oder zwei Schweinefarmen hinpacken. Dazu noch die zwei Schlachtereien, beziehungsweise die Fabriken zum Verarbeiten. Dasselbe könnten wir ja nochmal gegenüber, wenn es. Und hätten dann hier Platz, um uns ums Weizen zu kümmern. Oder aber. Du bist einer, der Dinge einmal zu oft hinterfragt. Ja, ist mir eigentlich egal, ob ich verloren habe, die Dings. Ich überlege nämlich, ob ich hierher gehe. Entweder auf die Insel oder hier oben. Ach so, hier ist aber bis Hopfen. Na gut, Hopfen brauchen wir später eh fürs Bier. Was war jetzt hier? Hier war beides. Die Insel, die würde mich ja auch reizen. Ja, müssen wir gucken. Ich bin ja noch ganz so 22, okay, das heißt, das läuft erstmal. Ich weiß zwar trotzdem immer noch nicht, warum die hier hinten unzufrieden waren. Alter, was habt ihr denn nur? Fröhlich, na gut, weil es brennt. Wir müssen uns durchbeißen. Ja. Ich weiß gar nicht, warum ihr hier alles anfackeln müsst, Mann. Sagt mal, geht's euch noch oder so? Meine Güte. Ich kann aber nichts dafür. Ich weiß ja nicht, was ihr habt eigentlich. Warum es euch wieder nicht zufriedenstellt. Obwohl ihr alles habt. Ihr habt fröhliche Bauern. Keine Ahnung. Oder fehlt es an Schnappes? Nö. Das ist hier Zeitung. Zufrieden. Ja, gut. Arbeitsbedingungen auch zufrieden. Okay. Gut. Dann weiß ich nicht, warum ihr hier hinten gemeint habt. Ich wollte sagen, kein Schnappes. Also, Leute. Ach so, passt. Ah, wartet mal. Nee. Das Wirtshaus passt noch. Also daran kann es jetzt, weiß Gott, nicht mangeln, weil Wirtshaus passt. Da kommt er noch hin. Also, nee. Sehe ich nicht. Also, nee. Sehe ich nicht als problematisch an. Definitiv. Also ich weiß auch nicht. Ja gut, Schnappes, aber das habt ihr doch. Und Fisch, na bitte, Fisch ist genug da. Daran darf es eigentlich auch bei euch gar nicht mangeln, meine Freunde. So. Okay. Hat sich das erstmal beruhigt. Der holt jetzt wieder. Genau, der holt jetzt erstmal wieder Kataschkis ab und bringt die dort hoch zum Gefängnis. So. 11 Ziegel. Wir haben einfach noch nicht genug Ziegel. Sonst würde es vielleicht gut aussehen. So.
Wurst kriegen die. Das sollte auch jetzt langsam steigen, hoffe ich. Ja. Gut, die wollen dann Brot haben. Naja, gut. Brot. Brot für die Welt. Das sieht gut aus. Kartoffeln, naja, klar. Gut, Kartoffeln brauchen wir jetzt hier auch erstmal wieder, damit der Schnaps passt. Aber das scheint sich... Das scheint im Rahmen zu sein. Wurst ist jetzt auch... Steigt langsam. Genau. Jetzt wäre die Frage, ob wir wirklich Richtung Segel gehen. Also gegen Dingsbums, dass wir... Die Frage ist jetzt, wollen die jetzt unbedingt eine Kirche haben? Ist das ein Muss? Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Genau, die wollen eine Kirche haben, genau. Das ist ein Luxusgut. Okay, und dann wollen sie halt, ja, und dann geht's los. Bier, wir wollen saufen. Ja. So, gut. Oh Gott, 25, oh Gott. Ja gut, 25, da werden wir noch ein paar Minuten brauchen. Das war 25, Dinger haben. Bier. Quatsch, Bier. Dingsbums. Ach ja. Steine. Steine, meine ich. So. Gut, wir haben jetzt weniger Arbeiter wie Bauern. Das ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Na gut, dann lassen wir mal hier ein paar Leute noch aufsteigen. Ach nee, du bist ja schon ein Arbeiter. Aber dich können wir ja mal aufsteigen lassen. Jetzt haben wir 92 zu 33. Ein gutes Verhältnis wäre ganz gut. So, genau. Oh je. Oh je. Ach ja, Stahlträger und Seife. Ach ja, stimmt ja. Das wollen die ja dann auch haben. Das wird noch interessant. Dim. So. 11 Kartoffeln, die gehen erstmal wieder etwas nach unten. Ja gut. Damit müssten wir eigentlich erstmal klarkommen. 100. Ja, Arbeitskleidung sind da. Auch Schnappes ist genug da. Das sieht eigentlich alles erstmal... Recht gut aus. 17. Was habe ich gesagt? 24 brauchen wir, ne? Für die Kirche. Ne, 25 sogar. Und hier brauchen wir für das Segel brauchen wir 10. Also brauchen wir 35. Ach du Scheiße. 35 Ziele. Leute, was ist denn los hier? Das Ding ist einfach, wir müssten langsam aber sicher mal expandieren. Oh. Hier ist wieder eine Aufgabe für mich. Na, mal gucken. Bringen Sie den Motor wieder ans Laufen? Ich denke schon. Wir würden ungern den Vorarbeiter deswegen anhauen. Dann lassen Sie mal hören. Ach, 6 Tonnen Ziegel. Nicht übel, Boss, wirklich. Warum nicht? Sind zwar jetzt wieder Ziegel, die weg sind, aber okay. Mit der Handelskammer. Ich weiß nicht, ob mir das was bringt. Ich meine, gut, ich könnte sie bauen. Muss ich... Die Frage ist, muss die irgendwo speziell stehen oder kann die... Also wenn, dann müsste sie ja theoretisch dastehen... Hier zum Beispiel könnte ich sie bauen. So, ich weiß keine Ahnung. Gründen Sie eine Handelskammer. Aber so richtig verstehen tue ich das noch nicht ganz. So. So, ja genau, ich muss es ausstatten. Ich habe ja jetzt diesen... Ich erkenne dich gar nicht wieder. Jo. Ich weiß zwar, wie gesagt, ich weiß nicht, was es bringt. Wartet mal. Hier ausgerüstet. Beeinflusst Lehmgruben, Salpeterwerke. Ah, Quarzgruben, Zement, Minen und Bohrtürme. Ah. Ah, das ist schön. Produktivität plus 25. Okay.
dann haben wir ja eigentlich schon mal wieder was Gutes geschafft. Hoffe ich. Hm. Weil jetzt müsste theoretisch mehr produziert werden, wenn ich das richtig verstehe. Glaube ich. Hoffe ich. Ja, wir werden sehen. So. Okay. Ja gut, das hält sich jetzt ganz, ganz gut, die Waage da oben. Jetzt überlege ich, wir brauchen... Die wollen Weizen haben. Also Brot. Die Insel an sich ist ja groß. Theoretisch hätten wir Platz, um die Siedlung weit, weit, weit auszubauen. Jetzt ist nur die Frage, reicht es uns an Dingse? Weil wir ja dann auch noch Hopfen brauchen. Irgendwann fürs Bier. Und Seife wollen die ja auch noch. Da haben wir ja jetzt... Na gut, das kriegt man ja hin. Eine Vasenmeisterei, die macht eine Stunde. Okay, das heißt, eine Vasenmeisterei für eine Schweinezucht. Und eine Siederei macht die Hälfte. Okay. Ich weiß gar nicht. Die wollen aber jetzt, glaube ich, erstmal als nächstes... Die wollen das beides. Ja, ja. Und was ist wichtiger? Erstmal die Kirche. Ach ja, siehst du, die Kirche. Ach, verdammt. Gut, wir bauen erstmal die Kirche. Und dann gucken wir weiter, weil... Alles andere hat gerade nicht so wirklich Sinn. Glaube ich. So, die Frage ist, das reicht hier alles noch, ne? Das auch. Der Schnappesmarkt reicht auch erstmal noch. Das heißt, wir machen hier nochmal... den, um noch ein paar Siedler, Quatsch, um noch ein paar Bauern zu gewinnen für unsere Stadt. So. Ach ja. So, 15 Ziegel. Ja, wir brauchen noch ein bisschen was. Das dauert noch. So, okay. Schnappes ist da. Das ist da. Es ist eigentlich alles recht gut da. Naja, gut. Noch. Würde ich jetzt fast sagen. Das mit den Ziegeln, das braucht mir einfach zu lange gerade. Wir haben 3 Lehmgruben. Normalerweise müssten wir höchstwahrscheinlich noch mal eine Lehmgrube anzapfen. Aber ich weiß gar nicht, wo die nächste Lehmgrube hier ist. Ach, hier oben. Naja, gut. Lehm, okay. Lehmgrube ist ja alles kein Ding. Aber wo ist die dritte? Hier. Das wäre natürlich doof. Weil da oben ist ja dann... das wäre mitten in der Stadt. Wenn die Stadt bis da mal geht. Da würde dann eher Sinn machen hier unten, weil wir ja unten eh in die Richtung expandieren. Ich weiß zwar noch nichts mit diesen Ölquellen anzufangen. Aber ich glaube, das brauchen wir auch erst. Da müssen wir, das dauert noch ein bisschen. Das wäre die Frage. Wir haben 113 davon, aber nur 62 Arbeiter. Weil wenn wir jetzt wieder das bauen, haben wir dann gleich wieder... Nee. Wir machen jetzt erstmal die Kirche fertig. Und danach geben wir uns dann das andere. Jetzt machen wir erstmal die 25 Ziegel. Damit wir... Ach ja, damit wir unseren Arbeitern eine Kirche geben können. Ja, nun ist aber gut, ne? Also bitte, Schimmel an den Wänden. Also ich glaube wohl, na. Nee. So nicht. Das kann so ja gar nicht sein. Andere Frage. Das Ding haben wir jetzt gebaut. Segel, der Hafen. Ach, das Ding braucht. Okay, das Ding braucht 25. Gut. Also ist erstmal egal, wir müssen jetzt warten, bis wir genug Ziegel
haben.